So Leute, jetzt nochmal zur Aufklärung. Ne? Dieses Zeichen ist erlaubt, weil ihr habt hier die Schneeflocke, ihr habt den Berg, ihr habt das M und S zwar auch drauf. Der Reifen wäre verboten ab Oktober, wenn nur das M und S da drauf steht. Also diese beiden Zeichen in Einklang ist in Ordnung, ist alles gut. Ich denke, das sollte jeder jetzt begreifen. Und wenn man nur dieses Bergzeichen drauf hat, ist das auch in Ordnung. Und man braucht sich da keine Gedanken machen und keine neuen Reifen kaufen. So wie dieser Unfug, diese Fake-Meldungen im Netz unterwegs sind. Und verlasst euch drauf. So ist es richtig und nicht anders. Also, wenn ihr beide Sachen drauf habt, ist es erlaubt. Habt ihr das M&S alleine, dann nicht. Und das Bergzeichen alleine, ja. Also wisst ihr Bescheid.